Genau. So, und letzter Teil, Greenwash dich doch selber. Da haben wir heute wieder so ein Schmuckstück herausgesucht. Hier, guck dir das an. Dank Sonnenstrom, unser Flughafen wird CO2-neutral. Ja. Und dann haben wir so einen tollen Artikel dann, so ein Piece, was das Ganze dann auch noch begründet. Ja, großartig, oder? Das ist irgendwie so. Das ist, also im Ja. ersten Moment wirkt das halt wie etwas wie, das ist ja auch irgendwie ganz in Ordnung, aber auf den zweiten Blick dann nur noch so halb. Also das Ding an der Sache ist, das hier hätte vor 20 Jahren, hätte das super immer noch durch den Blätterwald fliegen können, und dann wäre es irgendwie okay gewesen. Heute ist das schon sehr nah dran am Greenwash, und zwar aus folgenden Gründen. Die ganze Industrie natürlich selber hat einen ziemlich großen Klima-Impact. Das wissen die auch, das schreiben die nämlich dann hier im Text und sagen dann, der Beitrag ist nur ganz klein und so weiter. So. Und auch da kann man, ob diese Prozentzahl stimmt, dann auch nochmal ein Fragezeichen dran setzen. Vor allen Dingen dann, wenn man jetzt eben sieht, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, weil die ganze Airline- oder Aviation-Industrie, die wächst immer noch, und während die anderen sich dekarbonisieren, werden die das nicht können, weil es da sehr wenig Lösungen gibt und auch wenig Aussicht auf Lösungen, dass das mal anders wird. Das heißt, die sind im Prinzip per se schon in einem Umfeld, dass ich mit CO2-Neutralität schon mal nicht schmücken darf, weil dort genau CO2-Nicht-Neutralität stattfindet. So, und dann ist auch immer diese Frage, und das ist auch ganz wichtig dabei zu unterscheiden, an welcher Stelle ist es denn jetzt CO2-neutral? Man unterscheidet da eben verschiedene sogenannte Scopes, also Orte, also Gegenstände der Betrachtung, schaut auf Primärenergie, schaut dann in einem anderen Scope auf indirekte Energie, die man verbraucht hat und so weiter. Und im dritten Scope schaut man eben auf die Lieferkette. Und selbst wenn die jetzt irgendwie sowas wie Primärenergie durch Sonnenstrom dabei haben und so weiter, dann ist das ja ganz okay, aber sie werden trotzdem in der Lieferkette mit Sicherheit Sachen haben, die nicht CO2-neutral sind und so weiter, und die Flugzeuge schon mal gar nicht. Das heißt, dieses, was hier versucht wird, es ist nicht komplett falsch, aber durch das Framing entsteht hier eine Art von, naja, von falscher, trügerischer Sicherheit. Nämlich zu sagen, das fährt natürlich ab auch auf das Aviation-Business. Man sagt so, ich fliege ja CO2-neutral, aber ich fliege ja hier ab und so weiter. So, das könnte ein Fehlding sein. Und das Zweite ist halt, es ist ein Ort, wo Flugzeuge landen. Ne? Es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt einen großen Impact hätten, so, ne? Sondern das ist halt eben an anderen Stellen. So, also ganz abgesehen davon Beton und so, wenn du eine neue Startbahn machst und so. Also das ist so ein ganz typisches Ding, dem werden wir in Zukunft immer häufiger begegnen. Ne? Und da laufen wir auch schon Klagen ohne Ende. Dass Unternehmen das behaupten, und am Ende, wie früher bei den Health Claims, wo irgendwie jeder Joghurthersteller versucht hat zu sagen, damit wirst du jetzt irgendwie viel gesünder, wenn du diesen Joghurt isst. So ähnlich wird das mit dem ganzen CO2-Quatsch auch sein. Also wir werden uns jetzt die nächsten Jahre immer wieder so Halbwahrheiten, teilweise blanke Lügen, manchmal auch wahrscheinlich richtige Sachen, aber mit Sicherheit ganz viele Lügen eben anhören, die da unterwegs sind. Deswegen, wir haben das hier als so ein, wir haben ja sonst immer die ganz plumpen Greenwash-Sachen. Das ist eben etwas, wo man sagen muss, das ist eigentlich so ein bisschen grenzfällig, und man müsste jetzt irgendwie an den Rändern gucken, und dann merkt man, okay, das Framing ist das Problem. Ja, also man muss ja schon anerkennen, dass zumindest der Flughafenbetrieb CO2-neutral ist. Aber das ist sozusagen so ein bisschen vergleichbar wie ich betreibe die Spielautomaten auf dem Kreuzfahrtschiff mit Ja, Solarenergie. genau. Schönes Beispiel. Ja. Sehr gut. So, dann beim nächsten Mal, das ist zu oben angegebenem Datum, zu oben angegebener Zeit, da haben wir die nächste Sendung außerhalb dieses, erste Sendung außerhalb dieses Zykluses der Grundlagen. Das heißt, wir werden dann zuerst mal mit Gästen sprechen, und das ist beim nächsten Mal die Katrin Macher. Selber ist Psychologin, angehende Psychotherapeutin und Dozentin aus Mainz, und sie ist Aktivsprecherin bei Psychologists for Future. Und mit ihr werden wir uns darüber unterhalten, über was macht das Klima denn mit Geist und so weiter. Wir werden uns darüber unterhalten, was ist denn irgendwie mit Emotionen, wie ist das, was den Einfluss hat auf Kommunikation. Also wir werden also sehr viel darüber reden, was das Ganze hier mit uns macht und wie wir auch da rauskommen. Und dann eben auch, wir versuchen halt immer lösungsorientiert zu sein, wie man selber auch damit umgehen kann, eine Haltung entwickeln kann und damit auch eben mit anderen Leuten in Kontakt treten kann. Sehr, sehr schön. Darauf freue ich mich sehr. Also in 2 Wochen, 29.11., wieder einschalten, gerne weitersagen, weiterempfehlen. Vielen lieben Dank, Jens, für diese hervorragende Präsentation. Kam auch noch mal im Chat. Mega präsi und so weiter. Das freut mich. Und ja, ich glaube, es hat sich gelohnt, heute auch die längere Sendung zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke an euch, dass ihr zumindest auf den letzten Metern auch noch durchgehalten habt. Sehr gut.
einige von euch. Und ja, weiter Teilt die geht's, würde Sendung, ich sagen. genau, teilt die Sendung, empfiehlt es, sagt es euren Freunden, teilt es mit den Leuten, die sehen sollten und so weiter. Das Ganze, wir verdienen damit kein Geld, sondern wir machen das tatsächlich, das ist unser Teil, wie wir auch einen Beitrag leisten wollen, dass wir halt eben andere anstiften und informieren und so. Und es lebt dann auch davon, dass, wenn es euch gefällt, dass ihr dann eben damit interagiert und das weitergibt. Das hilft der ganzen Sache. Genau, und falls jemand Interesse hat, das irgendwie noch anderweitig zu unterstützen, in dem Sinne zum Beispiel, weil wir gehört haben, die Länge ist für viele abschreckend und so weiter. Wenn ihr daraus Clips schneiden wollt, tut das, teilt sie mit uns im Discord, dann können wir sie wiederum für Social Media weiter nutzen und so weiter. Wir haben einfach im Moment sonst keine Zeit, all diese Fleißarbeiten zu machen. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche interessanten Passagen gesehen habt, über Twitch geht es ja relativ einfach. Da gibt es ja ein eigenes Tool. Ich glaube, über YouTube tatsächlich auch. Schneidet ruhig raus. Das Ganze ist sowieso Creative Commons. Ja, also ihr könnt da gar nichts urheberrechtlich verkehrt machen. Unterstützt es auch dahingehend. Das wäre super. So ein bisschen Arbeitsteilung dahingehend. Ansonsten seid einfach dabei. Empfehlt es. Und habt jetzt erstmal eine gute Nacht, würde ich sagen. So. Und wir sehen uns bald wieder in 2 Wochen. Und der nächste Critical Infinity Livestream auch mit Jens, wie gesagt, nächste Woche Dienstag zu Ulrike Herrmann und ihr Interview bei Jung und Naiv. Und dann schauen wir uns das mal gemeinsam aus einem anderen Blickwinkel an. Aber ansonsten macht's gut, ihr Lieben, Vielen Dank. und Bis auf bald. ganz bald. Ciao. Ciao. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht.